3 Unternehmen in Bayern, genauer gesagt im benachbarten Berchtesgaden, bekommen den Strom seit Jänner 2019 von der Salzburg AG. Strom kennt keine Grenzen und so ist es klar, dass wir die Betriebe mit 100% sauberer Energie versorgen. Ja, ich glaube, das war das im Rahmen des Gesamtkonzeptes, also Bioenergie, Hotel Edelweiss und natürlich auch die Jänerbahn, wo wir überall mit beteiligt sind. Und ich denke einfach, das war für uns dann ganz wichtig, dass wir die drei Elemente zusammenfassen und diesbezüglich auch einen guten, einen schönen Stromanbieter haben. Und ich glaube, mit der Salzburger AG sind wir da bestens bedient. Ja, wir haben klassisch den Stromliefervertrag wieder ausgeschrieben, haben sehr viele Lieferanten angefragt. Und da muss ich sagen, und das freut mich ganz besonders, es hat sich die Salzburger AG als bester Lieferant herauskristallisiert. Nicht nur preislich, sondern auch von der ganzen Konzept her und von der ganzen Abwicklung. Und das freut uns ganz besonders. Und durch das ist uns der Schritt sehr leicht gefallen, das Angebot von der Salzburger AG anzunehmen. Der Landkreis Berchtesgaden hat sich für Nachhaltigkeit entschieden. Aus diesem Grund gibt es die Bioenergie Berchtesgadener Land, die sehr erfolgreich für die Region Wärme und Ökostrom erzeugt. Drei Gemeinden werden derzeit versorgt und die Einsparung an CO2 ist beträchtlich. Die Geschichte wird rund, nachdem wir ja wie gesagt schon 100% Ökostrom produzieren und den ins öffentliche Netz einspeisen, freut es uns wirklich ganz besonders, dass wir 100% Ökostrom aus dem öffentlichen Netz wieder beziehen können für unsere eigene Versorgung. Und da ist wirklich so, dass die Salzburger AG als Partner und im Angebot das sehr gut herausgearbeitet hat und wir uns freuen, dass wir zu diesem Abschluss gekommen sind, um eben die 100% Ökostrom zu beziehen. Der Landkreis Berchtesgaden hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass man bis 2030 energieautark sein soll und für mich war damals beim Bau des Hotels schon ganz, ganz wichtig, dass wir uns mit Wärme die Wärmeenergie von einem Biomasse-Heizkraftwerk versorgen. Das ist auch von unserer Seite auch angestoßen worden. Die Grenze zwischen Salzburg und Bayern, die gibt es auf der Landkarte. Wir sind aber schon immer gute Nachbarn gewesen. Und somit muss ich sagen, ist das egal, ob das auf Salzburger Seite ist oder auf bayerischer Seite. Wichtig ist für uns, dass es ein 100%iger Ökostrom ist. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie der Strom von Salzburg nach Bayern kommt, dann ist das ebenfalls relativ einfach. Die Salzburg AG hat in Deutschland auch die Zulassung, Strom zu liefern. Der Strom wird durchgeleitet über den deutschen Netzbetreiber. Das ist ganz ein normaler Prozess. Das ist auch der Wechselprozess. Auch in Deutschland zwar ein bisschen anders als in Österreich, aber auch einfach durchzuführen. Also für den Kunden überhaupt kein Problem. Und dass jetzt der Salzburger Strom nach Deutschland kommt, das geht eben über diese Zertifikate, die wir der Salzburger Wasserkraft ja zuordnen. Und durch die Bezahlung der Stromrechnung des Kunden an die Salzburger AG werden natürlich die Salzburger Kraftwerke unterstützt und damit auch finanziert. Wie auch Sie Strom von der Salzburger AG beziehen können, finden Sie wie gewohnt auf unserer Website. Das Projekt in Berchtesgaden läuft seit Anfang Jänner perfekt und zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden.